präsentiert vom Salzburger Lagerhaus. Paradiesapfel, also Paradeiser, so nannten die Azteken die Tomaten. Jetzt ist Tomatenzeit. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Damit die Tomaten kräftig wachsen, brauchen sie eigentlich nur eines: Sonne und Wärme. Wir haben sie hier an der Hauswand stehen, da wachsen sie kräftig und sie müssen aber trotzdem immer gepflegt werden. Denn ein luftiger Standort ist auch wichtig. Geiztriebe unbedingt entfernen, damit die Blätter rasch abtrocknen. Sind die Blätter länger als 3 Stunden lang feucht, gibt's Krankheiten. Und da nimmt man dann zum Beispiel Schachtelhalmextrakt, das schützt die Blätter mit der Kieselsäure. In der Früh über die Pflanzen sprühen, dann trocknet's rasch ab. Tomaten brauchen sehr viele Nährstoffe. Zum Beispiel kann man sie mit Brennnesseljauche düngen. Es geht ganz einfach, die Brennnesseljauche ansetzen, sobald sie vergoren ist, also richtig stinkt, 1:10 verdünnt, einmal in der Woche direkt zu den Pflanzenwurzeln gießen oder so einen organischen Dünger. Gerade im Topf wachsen sie dann wirklich kräftig. Und gesundes Laub niemals entfernen, denn das ist der Motor für die Pflanzen. Und dann gibt es viele saftige rote Früchte und auf die freuen wir uns. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Garteln. Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus.